So, hab mich ein bisschen festgebissen an CopyTip. Ich finde die Seite wirklich faszinierend, vor allen Dingen für mich als durchschnittlicher Tipper und nicht als High Roller, der jetzt halt auch nicht so hohe Beträge spielt, ist es für den Anfang ganz gut. Und ich will mal kurz für mich auch selber und vielleicht auch für euch mal zu reflektieren, inwieweit man so eine Tabelle oder so Graphen lesen kann. Würde mich auch freuen, wenn ihr selber euch da aktiv mal dran beteiligen würdet und mir halt auch mal ein paar eure Vorschläge geben könntet, wie man da vielleicht noch mehr was draus lesen kann, als ich eh schon für mich selber erkannt habe. Aber fangen wir mal an. Was ist der Vorteil zum Beispiel? Gehen wir erstmal den Vorteil zum Beispiel halt für ein ganzes System hier. Ja? Ich sehe es hier teilweise zum Beispiel halt bei einigen Leuten, die halt auch so, wie soll ich sagen, so im öffentlichen Interesse stehen und dann halt auch öfters mal so Tipps raushauen und dann halt auch in die Kritik kommen und sowas. Das hast du zum Beispiel hier gar nicht. Ja? Der Tippster hat überhaupt nichts mit dem Kopierer zu tun im Endeffekt. Ja? Jeder macht so sein eigenes Süppchen und das Einzige, was zählt, sind Zahlen. Ja? Und die Zahlen sagen halt einfach bei dieser Statistik aus, ob derjenige seriös ist, ob der in Ordnung ist oder ob man dir nicht vertrauen kann. Du kannst halt auch als Tipper, der jetzt hier so halt die Quoten setzt oder der die Tipps spielt, kannst du auch gar nicht bescheißen halt, ja. Du spielst halt ganz normal wie mit deinem normalen Wettkonto und alle Tipps, die du veröffentlichst, kommen hier in diesen Graphen rein, kommen hier in diesen Tipster-Profit und in diesen Tipster-Yield rein. Du kommst ja gar nicht drum rum, als genau das zu tippen, was du auch halt tippst. Und die Leute, die halt dir folgen, also die Kopierer, die wissen auch gar nicht, was du tippst. Also die können jetzt nicht sagen, ja, ich tippe jetzt das nach oder ich tippe es nicht nach, sondern die vertrauen einfach deiner Statistik. Und dadurch, dass du natürlich auch jetzt deine Stop-Lose-Funktion eingebaut hast, kann sich auch keiner darüber beschweren, dass er vielleicht irgendwie halt miese macht oder so, weil jeder ist das Risiko eingegangen und hat für sich so eine bestimmte Risikogrenze für sich selbst entschieden, hat die eingestellt und wenn diese Grenze unterschritten ist, dann ist er halt ausgestiegen und hat es halt nichts gebracht und dementsprechend ist das halt dann in die Hose gegangen. Aber er kann jemanden irgendwie eine E-Mail schreiben und ihn ankacken, dass er Scheiße gebaut hat oder der andere muss sich nicht rechtfertigen, dass er irgendwie Mist gebaut hat oder sowas. Es ist halt einfach viel seriöser und es geht wirklich einfach nur darum, halt mit Sportwetten irgendwie halt ein bisschen Geld zu verdienen und die Jungs, die halt dann damit einsteigen wollen, haben halt die Möglichkeit, das zu machen und wenn nicht, dann lassen sie es halt, ja, ganz einfach und das ist halt das Schöne daran. Ich habe zum Beispiel auch eine Seite, aber keiner weiß, wer ich bin halt, ja, also ihr könnt da gerne halt die Statistiken folgen, aber im Endeffekt ist es egal, wer das hier anspielt, deswegen. Aber grundsätzlich kann man sagen halt, ich meine, das Wichtigste ist, Tipps der Yield ist halt das Entscheidende, ja. Wenn du einen guten Yield hast, dann bist du natürlich perfekt vertrauenswürdig und wie gesagt, man kann hier nicht bescheißen, man kann hier nicht einfach mal irgendwas löschen oder sowas oder kann stornieren oder irgendwas geht halt nicht, ja. Alles, was gespielt wird, wird auch hier quasi als Statistik aufgeführt. Was auch recht interessant ist, halt zum Beispiel dieser Copy-Feed-Paid halt, ja, das ist sobald wie beschrieben, das ist der Turnover-Feed. Der Turnover-Feed besagt ja, dass die Kopierer immer 0,5% von dem Einsatz, den sie halt hier nachspielen, halt bei dem Tipper halt dann bezahlen müssen an das System und die müssen natürlich auch dann halt abdrücken, diese Gebühren, diese 10% davon, dass ja, wenn der Tipp halt kommt und entsprechend halt auch noch im Rahmen, das ist, wie ich es im ersten Video erklärt habe. Ja, also das ist zum Beispiel ein Musterbeispiel von echt einer guten Seite. Er hat zwar erst nur 106 Tipps angespielt, aber man sieht halt schon, er hat halt richtig Knete gemacht halt. Ja, 2502 Euro hat er, müssen wir mal die Turnover-Fees rausnehmen. Du kannst ja vielleicht nochmal 300 Euro abziehen oder so. Da hat er trotzdem mit 2000 Euro Gewinn gemacht und er hat sogar selber noch 200 Euro Gewinn gemacht von seinen eigenen Tipps, die er gespielt hat, mit seinem eigenen Einsatz. Ist nicht schlecht, kann man echt nichts sagen halt. Also finde ich wirklich eine coole Sache. Der einzige Nachteil halt an der ganzen Sache ist halt, ja, mal gehen wir mal ein Beispiel und sagen mal angenommen, wir spielen ihn nach, ja. Er hat zum Beispiel den Vorteil, er spielt nur mit 5 Euro. Das bedeutet, wenn man dann schon richtig als derjenige, der halt das Spiel nachspielen will und mit 10%, mit dem Zehnfachen oder, oh, es geht sogar mehr, das wusste ich gar nicht. Krass, ich habe gedacht, es geht nur 10-mal, okay. Dann ist es wahrscheinlich neu hier, das wusste ich noch nicht. Da muss er aber schon richtig viel einsetzen, um den nachzuspielen. Und man sieht halt auch hier so das Verhältnis zum Profit von den Kopierern und zum Tippster ist ja schon recht mächtig hoch, ja. Aber man sieht es auch hier zum Beispiel halt,
Das Problem wird irgendwann sein, dass du halt, da die Jungs halt auch wahrscheinlich alle einen Hebel besitzen bei dem und dann halt auch viel mehr setzen als er selber, dass natürlich dann hier Summen zusammenkommen, die, wenn ich dann zum Beispiel jetzt hier als Tipper, der dann halt diese Summe zur Verfügung hat und irgendwo dann auf dem Markt irgendwo was spielen will und eine Quote finden will, hat er natürlich dann halt das Problem, dass er halt überhaupt das ganze Geld unterbringt halt, ja. Das ist halt die Sache halt. Also wenn du nicht in der Lage bist, dieses Geld unterzubringen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel für eine niedrige Liga, aber du siehst ja schon, hier sind ja kaum Einsätze machbar, ja. Du hast keine Möglichkeit, den Betrag hier unterzubringen. Den einzigen Vorteil, den du halt hast, ist, indem du halt dann höhere Ligen spielst, halt, ja. Also gehen wir mal zum Beispiel nach Deutschland. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen weiter runter scrollen. Zum Beispiel nehmen wir mal Wien Wiesbaden gegen Erzgebirge Aue. Die spielen ja heute. So, und dann sag ich mal, asiatisches Handicap 0 auf Wiesbaden. So, da geht es halt, ne? Aber es hält sich halt auch in Grenzen, ja? Also, wenn du wirklich halt guter, erfolgreicher Tipper bist, dann schneidest du dir quasi selber ins Fleisch, wenn die ganzen Leute dann halt auf einmal bei dir mit einsteigen und dann halt meinen, sie müssten da jetzt die Millionäre werden und die Hebel ansetzen, dann kann es natürlich auch irgendwann sein, dass du das Geld gar nicht mehr unterbringen kannst, ja? Und du könntest jetzt halt zum Beispiel halt hier diese 0,01 halt, konntest du dann hier mal grob gerechnet, sind das hier 12.000 Euro. Da ist halt dann auch schon die Grenze, ja. 12.000 Euro, da hast du den ganzen Markt aufgekauft, ja, auf die Art. Ich weiß halt nicht, ob das dann halt irgendwie nochmal weitergeht, ob das nur der Betrag ist, den man auf einen Schlag setzen kann. Ich glaube, das System ist so angelegt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel halt einen Tipp anspiele, dass das System. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 Euro setzen will, halt das gleichmäßig auf die einzelnen Buchmacher dann verteilt halt, ja. Also, da würde ich dann sagen, halt hier den Betrag und den Betrag, so dass das halt so ein bisschen die Balance hält, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Aber der grast dann, glaube ich, halt alle Buchmacher ab, bis der Betrag halt dann gedeckt ist und dann kann man tippen. Aber wie gesagt, das ist halt dann eine Grenze. Dann ist es natürlich vielleicht auch sogar vorteilhafter, wie zum Beispiel, wenn es der Quotenwilli macht, dass der einfach nur irgendwelche E-Mails oder irgendwelche SMS rausschickt und dann sagt, hier tippt das an dem Punkt, ab der Quote. Und da die ja alle ihre eigenen Konten haben, streut sich das halt. Ja. Ja, es ist nicht mehr so geballt, das Geld, sondern das ist immer in so einer schwebenden, aufgelösten Situation, wo jeder so ein bisschen noch individueller und selbstagierender agiert. Und entsprechend ist da auch viel mehr Handlungsspielraum dann halt da, ja. Und der andere kann immer noch entscheiden, ob er das macht oder nicht. Der muss halt den Betrag bezahlen, die 50 Euro im Monat. Und dann kann er selber entscheiden, ob er den Tipp nachspielt oder nicht. Und hier ist halt einfach so, da vertraust du halt einfach auf die Fakten und auf die Zahlen, die da halt dann immer bei demjenigen halt da am Start sind, die halt ständig halt irgendwelche Tipps spielt. Und dann war's das. Ich finde das ganz gut für den Anfang halt, ja, wenn man mal irgendwie halt eine Statistik generieren will. Vielleicht lockt man ja irgendwelche Leute an und man hat dann einen bestimmten Pool an Leuten. Und wenn man merkt, das ist halt dann irgendwann zu viel oder sowas, dann kann man diese Aktie oder diesen Pool halt einfach stillstellen lassen halt. Und dann wird er inaktiv. Und ich glaube, man muss mindestens drei Spiele in der Woche spielen, um da überhaupt mitzumachen. Und im Monat, glaube ich, sind es halt, also ich glaube, irgendwas mit 20 oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da muss man schon auf jeden Fall spielen halt, ja. Also man kann nicht eine Woche Pause machen, weil dann wird die ganze Statistik oder das ganze Ding inaktiv. Ja, was gibt es noch dazu erzählen? Halt, wie gesagt, halt, ich hatte, glaube ich, letztens nochmal was Falsches erwähnt. Ich hatte ja gesagt, dass der Turnover, der Trader muss gar nichts zahlen. Also ich als normaler Tipper, der halt. Dem ist scheißegal, ist, ob mir einer folgt oder nicht, der muss überhaupt nichts zahlen für den Tipp. Nur der Kopierer, der jetzt quasi meinen Tipp verfolgt und kopiert, der muss dann halt 0,5% Turnover, also 5% Steuer bezahlen. Und ihr könnt das ja selber nochmal hier sehen. Ne? Ich habe da ja alles erklärt. Und das mit dem Profit Share Fee, das habe ich ja auch noch einigermaßen erklärt. Und ja, in dem ersten Video habe ich ja da einen Link verlinkt, wo ihr euch da anmelden könnt, könnt ihr draufklicken, dann gebt ihr den Code ein, den ich da halt auch in dem Video angezeigt habe und da könnt ihr dann eure erste Einzahlung ohne irgendwelche Gebühren durchführen. So, das war's und vielleicht mache ich ja jetzt irgendwann auch mal ein Video über ein bestimmtes Spiel, was ich da getippt habe, aber vielleicht auch nicht, ich lasse es mal lieber. Also wir sehen uns irgendwann mal nächste Woche oder so. Tschüss.